Hallo, herzlich willkommen im Solawana Biogarten. Schaut mal, ich wollte euch gerne mal diese süßen Pferde zeigen. Sind die nicht wundervoll? Ein so schönes, friedliches Bild. Friedlich, wie so wie die Natur ist und so schön wie die Natur ist. Ein toller Himmel und diese schönen Geschöpfe. Ja, und heute geht's um die Bohnen. Ihr seht schon, ich bin bei der Arbeit. Und zwar hatten wir zu Hause noch von letztem Jahr, wo wir hinterm Haus bei uns ausprobiert hatten, Tomaten anzupflanzen, haben wir diese Rankhilfen übrig und die nehme ich jetzt einfach mal für die Bohnen hier auf den Acker. Die Nachbarn, die haben das so schön mit Holz oder Bambusstäben gemacht, das haben wir jetzt leider nicht und die hier, die sind noch übrig gewesen, also sie sind aus Metall, aber auf jeden Fall sind sie schon mal hoch genug, denke ich mir. Und na, das geht ziemlich schwer in den Boden hinein. Ich muss ganz schön drücken, dass ich das überhaupt reinbekomme. Aber letztendlich geht es dann doch irgendwie. Man muss auch genau gucken, dass man die Pflanze oder die Wurzel nicht verletzt. Weil das wäre ja jetzt auch nicht so gut. Die Bohnen sollen ja wachsen und sollen sich nicht darauf konzentrieren, dass sie die Wurzeln nochmal neu bilden müssen oder die verletzten Wurzeln. Ja, und jetzt kommt auch schon die letzte Rankhilfe. Die muss auch noch in die Erde hinein und dann dürfen die Bohnen wachsen. Also sie wachsen ja schon. Wir sind ein bisschen spät dran, ich gebe es ja zu. Aber es war einfach nicht vorher möglich. Aber es wird alles gut. Ja, und hier, dreimal dürft ihr raten, hier sind unsere wunderschönen Tomaten. Schaut mal, die ersten sind schon dran. Wir haben uns Cocktailtomaten ausgesucht. Ich weiß jetzt die Sorte gar nicht mehr, wie die heißen. Aber sie sind speziell ein bisschen robust. Und dafür geeignet, dass sie also auf dem Acker gut gedeihen. So wurde es gesagt und dann haben wir gedacht, naja, wir probieren es nochmal aus. Letztes Jahr hat es bei uns im Garten hinterm Haus überhaupt nicht geklappt. Die sind also alle faul geworden von einem Tag auf den anderen und es war so eine große Enttäuschung. Ja, ich hoffe also, dass das dieses Mal besser wird, aber es sind, wie gesagt, andere Tomaten, andere Sorte und wird schon klappen. Sie schauen auf jeden Fall gut aus, finde ich. Ja, und hier haben wir die erste Zucchini. Guckt mal, wie schön die aussieht. Oh, ich bin richtig verliebt. Die schaut so richtig, wow, perfekt schaut die aus. Und genug andere Blüten sind auch noch da. Also ich glaube, wir werden unsere Freude an den Zucchinis haben. Man soll ja nicht zu lange warten mit dem Ernten, sonst werden die innerhalb 2-3 Tage riesengroß. Ja, und hier seht ihr vorne links die Artischocke und hinten rechts den Batavia, glaube ich, heißt es, Batavia-Salat. Und dazwischen pflanze ich nochmal solche Mairübchen an. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Also die habe ich schon ein bisschen gewässert und vorbereitet. Und das braucht dann so 3-4 Wochen, glaube ich, bis die dann für uns bereit sind zum Essen. Ja, und das war's auch schon wieder. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns dann wieder. Bis dann. Tschüss.